Kannst du das mal reinmachen? Wir sind da und wir gehen jetzt rein und schauen mal. Ziemlich süß. So süß, so artig. Die Post ist da. Yay. Bin schon drin. Eibet. Ein Eibot. Ja, siehst du? Wunderbar. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ne? Ja. Vorne gar nichts. Die meisten vorne, der Mensch. Wahrscheinlich. Man, die sahen jetzt auch nicht arm aus, die beiden. Die sind bestimmt auch nicht billig. Mittlerweile nicht mehr, aber früher war die letzte Husten hier. Ja, im Hinterhof irgendwo. Also, hier ist überhaupt nichts mehr drin. Ein Ladekabel. Ladekabel. Das kommt eine ganz normale Apple-Kabel, oder? Nee. Achso, ein normales Ladegerät, USB. USB-C schon, oder? Ja, das habe ich auch in meinem Handy. Das nicht USB-C, Quatsch. Nee, ist es nicht. Nein, nein. Ist das anders? Ja, ja. Das ist das, was ich am Handy auch habe. Nee, nee. Zwischen Apple-Dinge. Von wann ist denn das Ding? 2013? Aber das kann man vielleicht hier abmachen und das Kabel ranmachen? Weißt du? Hey Gott, sie glaubt mir nicht. Wie auch immer, belassen wir es dabei. Ladekabel ist halt nicht dabei. Ja. Müssen wir halt organisieren. Okay, jetzt noch. Manu, ich kann es wieder nicht benutzen. Ja, siehst du? Schlimmes an Hook, die dann immer der rumkräht. So, oh, das ist ja auch scheiße. Immer geht so eine Geschenke, die nicht funktionieren. Ja, ich meine, eigentlich ist ja auch schön, aber irgendwie, wenn es dann nicht funktioniert, ist es halt doof. So sagt sie. Ja. Jo, ich bin wieder zu Hause angekommen. Ich hab's ja die Mutti wieder mitgebracht. Jo, jetzt fragt sie mich, ob wir auch Eis essen wollen. Ja, ich Eis essen, aber ich krieg ja hier nichts. Krieg ich nichts. Scheißkrieg. So, auf alle Fälle, das war's für heute. Wir haben gekauft die einen kleinen iPod Nano, schon ein älteres Modell, aber gibt's nicht mehr und wie neu. Ja, wie neu das Ding. 90 € haben wir bezahlt. Ja. Und die kriegt Anouk jetzt auch noch, denn ne, zu mehr oder weniger zu Geburtstag. Jetzt hat sie ja schon so ein altes Ding von mir bekommen gehabt, aber der hält den Akku nicht. Und deswegen müssen wir jetzt mal, als Überraschung kriegt sie dann jetzt eben noch so ein etwas neueres Modell. So ärgerlich, dass iTunes auch nur mit iPod funktioniert, ja? Ich habe nämlich so ein, hier, so ein, ich weiß nicht, wo der ist. Okay. So einen nagelneuen auch. So richtig guten. So was hier. Eich auch. Ja. Richtig top. Nagel 9. Noch nie benutzt. Frisch aus der Packung rausgeholt. Funktioniert aber leider nicht. Mit iTunes. Kann ich also wegwerfen. Quasi sozusagen das Ding. Und ist so genial. Fasst sich so gut an. Ist schön schwer. Ist schön Metall. Komplett Gehäuse. Richtig gut verarbeitet. Du kannst deine PC-Musik aufziehen. Ja. Mein PC ist da hinten und springt nicht mehr an. Aber der andere Apple, wo ist der denn? Ne? Irgendeine Metallkiste gelandet. Mhm. Ja, das wie ist. Auf alle Fälle für Anu können wir es nicht nutzen. Deswegen haben wir jetzt den kleinen hier gekauft. Also, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder im Laden. Zeig mal so.
Das war ein ganz kleines Video zum Thema Geburtstagsüberraschung. Bis dann. Ciao. Guten Morgen. Morgen. Jo, heute schon wieder Montag. Die Woche schreitet unaufhaltsam voran. Das ist die Woche, die Zeit meine ich natürlich. Ja, jetzt geht's gleich in die Schule. Wieder mal. Und, ja, ich habe neue Akkus bestellt. Was heißt neue Akkus hier? Eine neue Powerbank. Heute filme ich sozusagen rein, pur mit der Kamera. Und das wird nicht sehr lange gehen. Und, aber neue sind bestellt und dann jetzt ab morgen, übermorgen gibt es wieder normale Vloglänge vielleicht oder so. Mal schauen. Heute machen wir einen Kurzvlog. Ganz kurz. Ja, ja. Nicht so süß. Das ist unglaublich. Unglaublich, wie süß so ein Baby ist. Na gut, dann bis gleich, wenn was Aufregendes passiert oder so, dann schalte ich kurz ein. Gut, Kiddies sind weg. Jetzt fahr ich mal schauen. Mietrad ist nämlich auch weg von mir noch. Und da schaue ich jetzt mal, ob ich das wiederfinde. Okay, also, ich schaue nach dem Mietrad, was verschwunden ist. Was mir nicht wiedergebracht wurde, was ich schon mit einem schlechten Gefühl ausgeliehen habe. Und man sollte auf sein inneres Bauchgefühl einfach hören. Es ist einfach so. Es ist einfach Fakt. Es sind zu viele Arschlöcher unterwegs, muss man einfach sagen. Und ich werde es wahrscheinlich nicht wieder kriegen und ich habe dann wieder Geld abgeschafft. Das ist echt schade. Ja. Was man soll man. Ja. Also ich würde dir trotzdem dann einfach gerne, muss ich dir halt zurückzahlen, das Geld, das mache ich jetzt 250 Euro, wenn du das findest. Ja, das ist ein bisschen weit, 250, ja. Das hast du auch unterschrieben, also. Ja, das machen wir dann. Na, wie machen wir das? Naja, das machen wir. Das ist echt so. Schade. Hä? Das ist echt schade, es nützt uns beiden ja nichts, weil du hast das Rad nicht sozusagen und ich muss ein neues organisieren mit Micha. Ja, ich finde das schon irgendwie wieder. Aber dann muss ich. Na, gibt es hier noch einen zweiten Hinterhof oder was, wo das sein kann? Oder was? Nee, du weißt, dass es nicht im Hinterhof steht, oder was? Ja, ich weiß, dass es nicht im Hinterhof steht. Ich weiß echt nicht, wo es in der Frage ist. Mal ernst. Aber ich schreibe dir meine Kontonummer auf und muss es ja zurückgeben. Na, aber was habe ich? Von deiner Kontonummer habe ich ja nichts. Wieso? Dann muss ich zur Bank laufen. Ich hab jetzt keine 250 Euro Cash hier irgendwie. Ja, aber ich meine, ich kann mit deiner Kontonummer ja nichts anfangen. Achso, ja, dann muss ich dir doch einen Lastschrift einzeln unterschreiben. Ach Gott, das ist so tief. Du. Du kannst ja zur Bank gehen. Ich bin heute ab 9 Uhr im Laden. Okay. Dann ist 21 Uhr. Du musst es mir echt anfangen. Ach komm, hör auf. Nee, ist wirklich mein Ernst. Was war denn los den Tag mit dir denn? Welche Straße ist das? Bürknerstraße. Bürknerstraße. Alles klar. Bürknerstraße 23. Gut, super. So, pass auf, warte. Du kriegst den einen Teil vom Vertrag. Ja. Boah, was war denn mit der los? Also Adresse habe ich ja aushändigt, auf alle Fälle auch. So eine Kacke, ne?
natürlich ist das Rad weg. Problem, unglaublich. Dann muss ich dir das wohl abkaufen. Sag mal, mach mal. Mark Forster. Ja, ich meine, wir haben uns ja auch ein Landungsfan, ne? Mark Forster-Fan. Und sie saß im VIP-Bereich. Gut gemacht, Andrea. Tabaluga TV. Ja, aber wollte ich sagen, auf alle Fälle, Draht ist weg. Also Draht ist definitiv weg. Der Draht kommt nicht wieder. Schönes Ding, schöne Wurst. Fänden kann ich da auch nicht einfach was in der Wohnung? Kann ich da nicht einfach was mitnehmen? Schade. Zumal gibt es das ja nicht. Gab's ja nicht. Da war nichts. Kippenreste von dem letzten Feste sozusagen. Und ja, jetzt kann er nicht mehr machen. Ich habe ja ins Gewissen geredet. Die sagt, sie soll vorbeikommen und muss halt bezahlen, muss er blechen. Der Wolfgang. Ah, was ist Neues? Ja, das hast du in der Hand. Ja. Heute Termin in Tegel wegen Hitze dicht. Was für ein Ding? Termin in Tegel wegen Terminal, Hitze dicht? Terminal, Tegel. Ach, Terminal Tegel. Ja. Terminal, terminiert. Aus Versehen, die AfD macht den Osten bunt. Ja. Was? Das war da klar. Kennen Sie das, was wir haben? Gestern noch Carsten vorbeigekommen, Dennis vorbeigekommen. Oh, Endergebnis AfD 27,5%? Alter Falter. Ja, überall, ja, überall gewonnen. 23,5%? Ist das der? Alle. Die SPD Zwitter, TU ist Dritter. Haben alle angeschissen. Alle klar, die wollen alle die AfD, die Jugend hat alle die AfD gewählt. Sag mal klar. Eieieiei, jetzt wird's eng. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Ja, wollen wir das dann entscheiden? Ja, aber das heißt, müssen Sie sich entscheiden. Jetzt wird sich entscheiden, wer sich hier zusammentut. Koalition mit der AfD. Weil sie doch mit der AfD eine Koalition einnehmen, ob ich mal denke. Sollst mal sehen. Ich habe richtig, jetzt hat richtig Volltag gemacht, richtig Gammeltag. Richtig Gammeltag, gestern. Von einer Karte zum anderen gelaufen, aus dem Fenster geguckt, mit da hier gekocht oder gemacht. Und dann bist du noch, dann reißt sich so richtig voll. Ohne Schuld verdient. Hm? Nicht verstanden. Konzertabbruch wegen Unwetter. Ja, voll. Ja, wir sind ja nicht mehr gut. Schau. Brauchst du? Ja. Neue? Kaufen? Neue, ja, schlau. Ja. So, 28 Zoll. 6 Euro kostet der. 6. Ja? 6? 6? Ah ja, den hab ich. Warte mal. Also, ja. Tschüss. Ich weiß nicht, wie auf Polnisch, Russisch. Mein Polnisch ist eingerostet. 6, 6, 6. Tschüss. 6. Scheicht. Nicht scheicht. Scheicht ist wieder anders. Hast du ein? Ein? Ja. Ein Euro. Und Poco. Oh Mann. Yes. Wunderbar, so. Oh, so. Okay. Danke. Das kann ich. Ja, nehmen wir Polski dann.
Ja, stand it on. Okay. Ein Treppen, Mensch. Ja? Putzen, Treppen, Kurva kaputt. Ja. Kaputt? No, Kurva kaputt? No, kaputt. Ah, ja, okay. 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 Tschüss. Tschüss. Gut, jetzt habe ich ja zwei Aufträge. Dann fange ich mal an, würde ich mal sagen. Das Rad habe ich geschenkt bekommen hier. Bentaka. So ein Billigrad. Aber egal, geschenkt. Fertig aus. Ja, fährt. Muss noch ein bisschen gemacht werden, aber für geschenkt kein Problem. Gerne. Jo, erster Auftrag heute ist hier Dynamo. Kaputt. Fragezeichen ist er aber nicht. Ich habe schon die Kontakte unten wieder neu reingesteckt und so funktioniert es. Fantastisch. So, ich habe schon kaputt die Lampe hier ganz schön verkratzt. Und sieht man das? Wie zerkratzt die ist, wie stumpf die schon ist. Ja. Und dann war noch folgendes Problem. Und zwar, wenn man hinten das Licht anschließt, gehen beide Lampen auf einmal nicht mehr. Bei der Lampe hier, da gibt es hinten so einen Doppelklemmkontakt da. Ja? Diese beiden Kabel liegen sehr dicht nebeneinander. Wenn man hier zu lang das Ende abisoliert lässt, dann die beiden Kabel reinsteckt nebeneinander, alles hochdrückt, dann gibt es einen Kurzschluss hier drin, da drin. Gibt es einen Kurzschluss, weil sich dann diese Kabelenden, die hinten durchkommen, berühren. Also, man muss es sehr kurz lassen, gerade so, dass es gerade so klemmt, dann den Schieber hochmachen und dann funktioniert es. Jetzt funktioniert es zum Beispiel. Ne? Jetzt muss ich hier nur noch Schrumpfschlauch aufmachen, ein Stück, und dann bin ich fertig mit dem Rad. Ah, er wollte schon hier alle tauschen. Wunderbar. Funktioniert. Wird raus, nächste drin. Also jetzt die letzte Runde hier für die Bremsen, weil diese Exhaust-Dinger da, das ist ja wirklich schon veraltet. Ich würde hier lieber eine vernünftige V-Brake-Bremsanlage anmachen, weil das Ding jeden Tag gefahren wird mit Hängern hinten dran, mit Kinderhänger. Naja, aber letztendlich ist es doch egal, warum. Aber letztendlich, ja, warum? Nee, natürlich nicht. Letztendlich ist es natürlich nicht egal. Aber man muss sagen, bremst auch so ganz gut. Erstmal noch. Schaltbremskombination, die ist halt nur für diese Bremsen geeignet. Wenn ich da eine V-Brake ranklatsche, dann ja, das wird wahrscheinlich nicht so 100% funktionieren. Deswegen nutze ich jetzt einmal nochmal die. Und wenn die dann durch sind und nicht mehr funktionieren, werde ich sie doch vorbereiten. Dann bitte ein bisschen investieren in das Rad. Eine vernünftige Bremsanlage ran, das ist ja, ist mir auch immer ein Fest, so was zu installieren. Weil, wenn man da eine neue Bremsanlage dran hat, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist wirklich vom Bremsen her einfach einmalig, so was. Finde ich top. Dass er jeden Tag mit platten Reifen fährt, ist auch ein Ding. Also hier ist nichts drauf. Keine Luft. Hier auch. Keine Luft. Jo, fertig bin ich. Schott. Licht. Und hier hinten. Eine schöne neue Lampe. Nochmal Licht. Mit Standlicht. Hallo. Hallo. Ach, meine Frau.
Wieso? Aber nur ganz kurz, was soll denn das schon wieder? Wenn die schon alle ankommen hier mit. Aber nur ganz kurz und überhaupt. Sowieso eigentlich nicht da und keine Zeit und wollte nur Geld holen oder kann ich nicht leihen. Ich wollte eine Quittung von mir, der eine, der noch eine Quittung haben wollte, aber der hat sich noch nicht gemeldet. Das nehmen wir schon mit dem Schreibtischen mal mit. Nimm mal mit. Sprung, Tonkasten, siebenteilig oder was weiß ich, mit Rollen. Okay, so hier sind wir fertig, bei den Bridgestone sind wir fertig. Jo, darüber freue ich mich ja besonders, über sowas hier. Weil das Rad hat sie mal bei mir gekauft. Das war allerdings wie neu im Zustand. Ist jetzt schon eine Weile her. Der Aufkleber ist noch dran hier, den machen wir jetzt mal ab. Der gute Giant. Altes Giant Hollywood Sports Series von Fahrrad Mietzner. Verkauft. Selten gefahren gewesen. Jetzt wurde mal gefahren ordentlich. Und sie möchte einen kleinen Service haben, einen kleinen Check. Kriegt sie. Das Ding braucht auf alle Fälle mal Luft wieder. Hier ist wieder nichts drin. Die Leute fahren immer ohne, bis nichts mehr geht. Die Kette braucht ein bisschen Fett. Und dann schauen wir mal, ob das nicht schon war, was da sonst noch so kaputt ist. Das ist gar nicht eklig. Ist das nicht verrückt? Mahlzeit. Ich dachte, das ist eigentlich ganz gutes Material, bevor ich es wegfeuere, weißt du? Jo. Ja, schön, okay. Super, freue mich. Bis dann, ciao, ciao. So, siehst du? Blaue Welle. Ja, da kann ich leider nicht viel machen. Okay. Profil. Komm. Willst du auch ein Rad haben? Ja. Du hast doch bestimmt schon welche für ja. Sie. Schon im Auge. Mhm. Yay. So, Kranz zieh ab hier. Der ist ja nicht mehr gut, haben wir ja gesehen. Tja, das merkt man jetzt ja nicht, aber das Ding ist kaputt. Dann wird das Scheck ein bisschen teurer. Wir brauchten Kranz genommen. Die Arbeit ist teurer als der. Die Arbeit ist jetzt teurer als der Kranz. Ich habe mir gebraucht einen Kranz genommen, habe den raufgebaut. Fantastisch. Funktioniert. Also. Tada! Könnt ihr euch an das Rad noch erinnern hier? Das war hier vor einem Monat oder so. Vor ein paar Wochen zumindest. Und ja. Auf alle Fälle gab es ja hier arge Probleme mit dem Steuersatz und mit der Gabel. Die ist eingeschliffen und mit dem Gepäckträger hier im Verhältnis zu den zu der Dicke der Achsen und so weiter und so weiter und so weiter. Also wir haben hier andere Muttern drauf gesetzt, damit überhaupt noch eine Klemmung erfolgt.
die Bremse, das ist alles falsch montiert hier so ein bisschen. Jetzt muss der Gepäckträger ab. Der kommt weg. Die Gabel wird getauscht. Steuersatz wird auch getauscht. Das alles mal jetzt. Ihr guckt zu, wenn ihr Bock habt. Gleich und sofort. Na, gleich und sofort sind ja meine absoluten Traumkunden. Erst nicht wissen, was das Problem ist, und dann gleich und sofort machen, bitte. Nee, danke. Das tut mir leid. Kann ich leider nicht. Gleich und sofort hat heute schon Feierabend. Gleich und sofort hat Montagsdienst von 9 Uhr bis 9 Uhr 1. Und alles, was es dann nicht schafft, ist leider wieder bis zum nächsten Montag zu warten. Da ist es. Gut, fertig, eine Seite, die andere Seite, und dann kannst du das halt abholen. Fertig. Oh, zack. Sehr gut. Das ist eine Kacke. Wollt ihr einen Steuersatz austauschen? Das wollte ich euch zeigen. So, Steuersatz beim Dynamics Stadler Rad austauschen, weil... Schaut euch an, wie er aussieht. Da. Der zerlegt sich hier schon in alle Einzelteile. Die unten kommt da raus, hier eitert. Das muss man ändern. Ich zerlege. Dafür lege ich euch hier irgendwo ab. Den alten Steuersatz ausschlagen, auch klar. Ja, der war gut fest drin, meine Güte. Da bewegt sich nichts mehr. Auf alle Fälle bröselt es unten, wenn man es bewegt. Zweite. So, ich presse mal hier den Schalen ein.
Lager. Lager. Schön gerade läuft. So, das war's. Also, bis später. Das ist kein Receiver, das ist ein Mixer. Ja. Der ist ein Mixer, Wolfgang. Weil er hinten war, ne? Ich wusste nicht. Das sind die Eingänge. Ach so, weil er so viele Eingänge hat. Genau, der hat ein paar Eingänge und einen Ausgang. Das wollte der Auto jetzt haben für, ja? Wofür? Für das Ding. Ne, das hat er mir geschenkt. Ach so. Siehst du, das ist nicht alles so. Das ist, manche Sachen sind einfach so. Ja, nö. Ja, ist so. Abend. Dinger hier? 3506. Ja, Felix ist wieder aufgetaucht, nur noch mal sagen so. 1466. Schon jemand, oder? Ja, ich habe mich aufgeregt, ich sage, ja. Geht ohne, ich sage, das kannst du nicht machen, einfach, das ist ein Unding, das geht da nicht, du hast ja wirklich alle Pumpen, alle. Nicht normal. Und nicht, dass du ja nicht kommst, das geht einfach nicht, ich meine, du kannst mal vorbeikommen, wo ist denn das Problem, da gibt es überhaupt kein Problem, wenn du was vorbeizukommen, vor allem hast du ja auch eine Pflicht, wenn du das, du kannst mir nicht einfach ein Rad abziehen, quasi und damit abbauen und dann wisst ihr überhaupt nicht, was los ist. Und ich sag dann irgendwelchen Leuten, naja, ich hab eigentlich ein Klapprad, das müsste eigentlich jetzt hier irgendwie kommen demnächst, der Kollege wird unterwegs und dann... Also geht halt nicht, kann man so nicht machen. Ja, genau, das ist auch der Grund, warum ich dann mehr und mehr aufgeschoben habe, weil das ist ja keine Lösung. Ja. Nee, das ist doch totaler Blödsinn. Tatsache ist, dass es dir Pumpen gibt, die du dir mal ausleihen kannst, wenn du verlässlich bist und die am nächsten Morgen wieder hier sind. Wenn ich sage, wir sehen uns morgens, ich brauche das Rad aber morgens, dann hast du morgens da zu sein. Das ist eine Verpflichtung. Wenn du ja sagst, dann hast du da zu sein. Ganz einfach. Dann kannst du nicht irgendwie, irgendwie 5 Tage später kommen, weil du einfach irgendwie, oh naja, jetzt freut mich nicht. Also ist doch totaler Schwachsinn, ist das. Ja, ich sag mal, bye bye, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ciao, sagt Tommy. Daumen hoch. Letzte Meldung. Wenn sie das nicht sieht, dann wissen wir nicht. Jo. Mehr kann ich nicht machen. 22 Uhr abends. Die Suft dran. Keine Ahnung. Das war's. Also, bis morgen, liebe Leute.